So Leute, da bin ich wieder. Wir haben ein kleines Problem. Der Speicherstand, den wir gestern angelegt haben, funktioniert nicht mehr. Jetzt müssen wir ausgerechnet den nehmen. Ausgerechnet den beschissensten Speicherstand, den es gibt. Let's go. Mit der schwierigsten Stelle, die es gibt. Das hat mich jetzt nicht gerade gierig, muss ich euch sagen, weil wie lange habe ich gestern bei der Stelle gebraucht? Eine Dreiviertelstunde? Beim Sprung. Einfach beim Zielsprung kann ich noch sterben. Das geht mir nicht ein. Bis das machen können. So. Und da habe ich dann gespeichert mit einem Custom. Und nicht mit einem spüleigenen. Weil das Spiel gibt mir ja kein Safe. Das Spiel gibt mir einfach keinen Safe-Punkt. Das ist ja die Ironie dran. Stellt sich vor, man stirbt da. Oh, da. Da hat's kein Custom, kein spieleigenen Safe-Spot geben. Unglaublich. Das Spiel hat an der Stelle noch nicht selbstständig gespeichert. Nach derer Stelle. Jetzt, da hat es gespeichert. Jetzt sind wir ganz, erst jetzt sind wir zu 100% safe. Unfassbar. Schaut sich meinen Lebenspunkt an. Welche Waffen? Careful, Jack. Wieso lebe ich noch? We've got company. Aha. Irgendwas haben wir da jetzt da. Irgendein Problemchen haben wir da. Ein Critical Error. CryEngine Error. Dann war es gar nicht der Speicherstand, den ich selber gemacht habe. Dann war es der Speicherstand vom Spiel selbst, der da Probleme macht. Der spieleigene Speicherstand war jetzt das Problem, der war jetzt fort. Probier's jetzt noch ein letztes Mal und sonst kann ich nichts machen. Weil wenn ich das Stelle mit den Dings immer wieder spielen muss, dann ist es eigentlich vergeblich. Also das war jetzt der spieleigene Speicherstand, den wir da jetzt sehen. Load Checkpoint. Und jetzt wird wieder der Critical Error sein. Interessant, vor allem dann, wenn man bedenkt, dass gestern alles einwandfrei gegangen ist. Mhm, Critical Error, da haben wir ihn wieder. Okay, dann nehme ich jetzt den Custom einmal und schaue, ob der funktioniert. Und wenn der Custom jetzt auch nicht funktioniert, ist der Durchlauf leider vorbei. Und es liegt wirklich nicht an mir, sondern am Spiel. 7 Sekunden vorher habe ich da gespeichert. Na, passt. Ab dem Punkt im Spiel, also ab dem Sumpf, gängen Spielstände nehmen wir. Jetzt muss ich mir das kurz anschauen, was da los ist. Cry Engine. Error. Aha, da ist sogar noch genau das gleiche. Der hat im Jahr 2018 den gleichen Fehler gehabt, auch im Sumpf. Mhm. I am at the swamp, just completed the cutscene to introduce the next phase of the game and now I cannot load from saves. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da schreibt einer, dass die Steam-Version von dem Spiel sowieso mehr broken ist und dass an die künstliche Intelligenz durch Zelte und Bäume sieht. Deswegen ist das Spiel so schwer bei uns, weil wir die Steam-Version spielen. Na, nicht echt. Da sagt einer, er hat es geschafft, dass er bis nach den Fehler hinkommt. 4 Checkpoints lang hat er überlebt. Nach dem 4. Checkpoint im Sumpf ist es gegangen. Das war anscheinend der nächste Checkpoint nach der Autofahrt. Also wenn ich den schaffe, kann es sein, dass das funktioniert. Das heißt, ich muss aus dem Sumpf, außer nach der Autofahrt, noch so viele Lebenspunkte haben, dass ich es überlebe bis zum nächsten Checkpoint. Sumpf Checkpoint 3 ist da der Fehler drinnen. Mhm. Aber es ist cool, dass wir die ganze Zeit schon eine extrem schwere Version vom Spiel spielen, weil uns die künstliche Intelligenz für die Gegner durch die Bäume und durch die Wände teilweise sieht. Darum ist das so schwer. Was tun wir da jetzt? Hm? Das heißt, alle Checkpoints, die da sind, funktionieren nicht und ich muss wieder den laden mit der Autofahrt. Hm. Weil sobald der Checkpoint nach der Passage mit der Autofahrt generiert wird, funktioniert es nicht mehr. Naja, dann muss ich nochmal durch da.
es hilft wohl nichts. Ich muss mir das jetzt, das müssen wir jetzt wirklich genau analysieren. Sonst müssen wir halt die Cutscene immer wieder sehen. Das Problem ist nur, dass ich halt durch die Stelle durch muss. Und da ist ja der Hund schon mal begraben. Ich weiß zwar nicht, was jetzt los war, aber ich hab's gleich geschafft. So. Jetzt weiß ich nicht, wo ich speichern kann. Ich habe jetzt einmal draufgedruckt und ich traue mich nicht mehr. Ich lasse es einmal so. Ich drücke nicht nochmal auf Speichern. Weil ich habe echt nicht mehr viel Leben. Und wenn das jetzt wieder passiert, dann müssen wir zwar das immer wieder anschauen, aber vielleicht funktioniert die Tor safe. Ich weiß nicht, wie ich so vorsichtig spielen soll, dass ich jetzt mit den paar Lebenspunkten das überleben kann. Das ist mein großes Problem. Ich kann jetzt nicht mehr auf Safe drücken, falls es da jetzt nicht mehr funktioniert und davor funktioniert hat. Und jetzt ist der manuelle drüber gefahren. Also nicht der manuelle, der automatische. Und jetzt haben wir da den da. Und der ist jetzt aber auch kaputt. Jetzt weiß ich halt natürlich nicht, ob meiner funktioniert. Jetzt kann ich nichts tun damit. Ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt schaffen soll. Nur dazu, wo wir jetzt wissen, dass die AI für die Gegner mich sowieso sieht, egal was ich mache. Na, tut jetzt so. Eben, das ist das Problem. Das habe ich vorher gemacht. Und der manuelle ist dann gecrashed. Das ist der manuelle und der automatische gecrashed. Ich habe jetzt direkt nach der Autofahrt gedruckt, weil die Leute gesagt haben, nach der Cutscene, die da ausgelöst wird, nach der Fahrt, kommt der Crash. Und darum habe ich es jetzt so gemacht, dass ich, bevor die Cutscene gekommen ist, einen manuellen gemacht habe. Eben genau deswegen. Weil der manuelle auch gecrashed ist. Ja, ich kann nur mutmaßen, ob das was bringt. Ich bin froh, dass du so viel tust, Madame. Ich sehe ja schon wieder an. So. Jetzt werden wir es gleich wissen. Jetzt nehme ich nicht in Spiel eigenen, jetzt nehme ich meinen. Der geht noch. Oh mein Gott, die Autofahrt sparen wir uns zumindest. Ich traue mich jetzt einfach nicht mehr speichern, weil ich nicht weiß, ob da Fehler auftritt. Ich schätze, ich kann da eh noch speichern, aber ich riskiere jetzt einfach gar nichts mehr. Tut mir leid, dass wir das jetzt immer wieder anschauen müssen, aber ich riskiere nichts mehr. Wenn es mir ein Medipack gegeben hätte an der Stelle, oder wenn sie irgendein Medipack hätte oder so, dass ich ihre zum Beispiel anreden kann, dass sie mir einmalig heilt oder irgendwas, aber nix. Man kann doch nichts erwarten. Was, das ist nur ein Klo? Ist das euer Ernst? Hey! How'd you like those apples?
Das gibt's nicht. Wir geben mir da nichts. Du hast ein Körperpanzer. Du hast ein Körperpanzer gewesen gerade. Der bringt mich vielleicht drüber. Bis zum nächsten Checkpoint. Ich sag's euch, mir geht die Bomben so brutal. Jetzt hab ich mich sogar vor ihr geschreckt. Wenn Friendly Fire geht, gell? Wenn der mich umbringen kann, die KI von ihr. Alter, gut, dass der so deppert war gerade. Oh mein Gott. Ich hab Herzrasen. Ich bin kurz vorm Infarkt, glaube ich. Achso, das ist was der. Wie mir das wurscht ist, gell? So, pass auf, da muss ich rein. Oh mein Gott! Lass mich jetzt aus der Cutscene, ich will die Cutscene jetzt nicht wissen. Ich will einfach nur den Scheiß da aufglauben. So, ich hoffe, das war jetzt keine wichtige Cutscene. Es tut mir leid, ich hab grad so Panik gehabt. Und ich trau mich nicht speichern. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, die war nicht wichtig. Fuck. Ich hab so Angst gehabt bei der Cutscene gerade, dass ich in der Panik einfach auf Überspringen gedruckt hab. Es hat gespeichert! We've got company. Ich trau mich selber nicht speichern jetzt da. Ich will mir meinen Speicherstand nicht hinmachen. Weil es der Cast, also das Spiel eigentlich nicht funktioniert hat. Follow me, Jack. Ich follow you eh, aber nur langsam. Super. Aha, ja. Ich meine, ich glaube, so selten wie bei der Passage bin ich ja überhaupt im ganzen Spiel noch gar nicht gestorben während einer Passage. Aber wie geil ist es einfach, dass die Steam-Version so verpackt ist, dass mir die Leute durch die Dings durchsehen, durch die Büsche und durch die Zeltwände, was mir eh gleich komisch vorkommen ist, wenn sich erinnert. Dass mir die alle so gut sehen. Fällt nicht um. Ich trau mich einfach nicht selber speichern. Was war jetzt? Komm ich da jetzt rein oder nicht? Was? Control Center.
Bist witzig oder was? Wo bist du? Wo ist sie überhaupt? Maschinengewehr. Maschinengewehr ballert schon ganz schön. Aber sie ist irgendwie fort, gell? Ah, da ist das Control Center. Aha, sie ist einfach da rein. Here's the drill. After I find out how to open the gate, we need to get inside and locate the nuke. Don't remind me. That's not all. I need you to enter their headquarters and find the arming device. There's no time, so we need to split up, and you need to stop bitching. Got it? Jack, I've sent you the location of the arming device. Hurry up, we're running out of time. Es hat wieder gespeichert. Kann nur ein gutes Zeichen sein. Get the bomb access codes from the headquarters. Ich würde das Spiel mal gern unverpackt spielen, wenn Stealth funktioniert. Aha. Danke. Mit dem Maschinengewehr fühlt man sich schon ein bisschen stärker, muss ich ehrlich sagen. Weil das marschiert da einfach durch, durch alles. War das der Chef oder was? Das ist die Karten, die Keycard. Komplett, ja. Und es ist da Stealth, weil ich liebe ja Stealth. Die Spiele. Ich mag das so gern. Ich mag das den direkten, wüden, brutalen Weg eigentlich nicht. Und wenn du das dann so spielen kannst, wie es eigentlich gedacht ist, weil es ist ja auch ganz viel auf Stealth ausgelegt bei dem Spiel. Das merkst du ja. Wenn sie dann das immer wieder sagen, man kann. Man kann den leisen oder den lauten Weg nehmen und so weiter und so fort. In Richtung WC geht's da. Oder was da alles gibt herinnen in dem Gebäude. Wahnsinn. Ich bin jetzt dann echt, wenn ich sterben sollte, was ich nicht hoffe, so gespannt. Da war ich anscheinend schon, weil da ist alles viel mit Blut. Okay, da war ich auch schon. Ah, da war ich aber überall schon. Ja. Aha, da. Da wird die Keycard funktionieren. Ja.
Wieso lebst du eigentlich so lang? Wo ist denn der? Den man da die ganze Zeit hört. Ja. Das ist der ideale Durstlöscher, habe ich gehört. Wenn es das alles wirklich gab. So als Merchandise, weißt du, was ich meine? Okay, du. Der hat mir jetzt die gesamte Weste und einen riesengroßen Teil meiner Lebenspunkte gekostet. Der Bursche. Und ich bin zweig, dass ich auf Autosave druck. Wobei es eigentlich wurscht ist, weil wenn der nicht funktioniert, also auf manueller Save, wenn man der nicht funktioniert, habe ich ja noch mit Spüreigenen normalerweise. Weil jetzt wird es schon wieder funktionieren, ich bin jetzt schon wieder zwei Checkpoints weiter. Ich muss mich jetzt auf das verlassen, dass der im Internet keine Chance gekriegt hat. Was sehr schwer ist, dass man sich auf das verlässt, aber okay. Was soll ich machen? Alter, das gibt's nicht, oder? Der Hund hat einfach einmal ein paar Kopfschüsse ausgehalten. Das Stirn, gell. Ist also verpackt. Ja, cool. War das offiziell lizenziert? Weil bei Harry Potter zum Beispiel gibt's ja auch ein paar Kochbücher, aber das sind nicht auch... Ah, okay, da ist die Bomben. Die sind nicht lizenziert. Wo ist auch ein Stirn obi? Was ist da? Ein Waffenkammer? Das ist wieder Ripsy. So ist es. Was anderes kann ich jetzt nicht machen? Oh mein Gott. Ich glaube, da haben sie echte Fotos eingebaut. Vielleicht sind das vom Entwickler Frau und Tochter oder so. Oder vor allem für die Entwickler. Weil du dich wunderst, warum ich mich jetzt einmal im Kreis draht habe. Achso, da ist überhaupt so ein Kalender oben. Das Browserfenster hat schon wieder mitscrollt beim Waffenscrollen. Okay. Da hätte ich auch rein können. Ins Gebäude. Da war ich ja schon. Wo muss ich hin? Go back to the Control Center. Control Center. Ist das Control Center? Das muss das Control Center sein, weil ich habe ja aus dem Control Center die Keycard hergehabt. Ah, das ist aber cool dann, wenn es offiziell lizenziert ist, gell? Und dann schauen was. Das ist ein ganz anderes Feeling. Wo ist das Control Center? Jetzt haben wir dann. Follow me, Jack. Where are we going? You'll see. Was damals mit dem Sprengsatz, haben wir gesagt? Hang on, this lock is still activated. Okay, that's it. Okay. This is the outpost, Jack. Ja. The nuke is in here somewhere. You go first. Also, ich glaube, ihr bist Nuke. Ich glaube, ich habe bis Nuke schon. Jetzt hat es wieder gespeichert. Es schaut ein bisschen mutantig aus, da muss ich sagen. Schau. Das ist ja allerhand, oder?
Achso. Was hab ich dann eigentlich für einen Sprengsatz? Enter Armory. Weil ich habe ja einen Sprengsatz mit, wie man da unten an dem Symbol sieht, in der Mitte unten. Weil es nämlich viel ändert, wenn sie es tragt. Wie oft. Jetzt kommt der entscheidende Moment. Hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Es funktioniert. Okay. Ja. Das hab ich gehört, wie sie das gesagt hat. We've got company. Ein Schrittschuss. Ist immer safe. Aha, sie geht da obi. Where is he? Der Internet Stranger ist unser Held, ja? Der uns das gesagt hat. Was der jetzt aushalten, ist aber abnormal, gell? Guck die bitte! Gut, dass das nicht geht, dass ich ihre wirklich abmurkse. Weißt du nicht, ob da irgendwer noch ist? Wo ist denn da jetzt wer? Schieß einmal auf ihre. Ja, es geht, aber es tut ihr nichts. Sie schreit nur. Na, wenn es Friendly Fire auch noch gab, die man dann. Ist das Armory? Wieso kommen die Gegner eigentlich nicht? Whatever it was, it's not worth our trouble. Wenn ich Vollgas mit der Gatling schieß. Ja, das soll da drüben catchen, was sie will. Ich verfolge da jetzt den Missionspunkt. Ja, ich renn her. Der war hinter mir, geschleichti. So, jetzt ist wieder an der Zeit, dass ich manuelle Safe Spots mache. Was ehrlich? Kein Medipack? Kannst du wohl nicht ausdenken. Krieger Mercenary Corps. Im alle so. Anzügliche Plakate und Poster und anderes Merchandise. Thank you.
Ah, da. Super. Echt? Granaten und Munition, aber kein Medipack. Ist noch nicht schwer genug, gell? Freeze und sofort losgeschossen. Ich hab mir schon gedacht, dass das jetzt tödlich ist, wenn ich nachlade. Wo muss ich ihn hin? Oder machst du mir auf? Oh, muss ich einer. Armory. Kannst du nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Ich würde noch schnell Granaten reinhauen. So kann ich bitte eine KI-Figur blockieren. Wieso? Sie ist halt mit ihrem... Okay, jetzt hat man mal gesehen, wie er in Körperpanzer los wird, wenn er... Schau, sie blockiert mich. Geh weiter! Was der für KI hat, hey! Ich meine, für damals ist ja Wahnsinn. Mir wundert sich nur, dass mich die KI von ihrer noch nie wirklich umgebracht hat. Weil sie Gott sei Dank nicht sterben kann. Weil es gibt, es hat so Spiele auch gegeben, wo wirklich die KI von den Gegnern, auch für die Companions, so dumm war, dass die dauernd gestorben ist, und wenn dann die... Wenn dann der Companion gestorben ist, dass man dann selber Game Over gegangen ist. Das ist ja eine Gameplay-Todsünde. Wenn man sowas macht. Ja. Come over here. I think I found something. Darf man nie vergessen, dass das 20 Jahre ist, das Spiel. Kommst du? Well? Ich glaube, sie kommt nicht. Du bist ja ein Dings. Mei, wo bist denn? Sie kommt nicht daher. Genau, ja. Das ist eh so arg. Scheiße, sie kommt nicht. Gehst bitte weiter. Danke. Ich muss es erst anschießen, dass sie weitergeht. Hallo. Komm jetzt, ich muss es wirklich anschießen, dass sie weitergeht. Das habe ich auch noch nie gesehen in einem Spiel.
Warum ist da so viel Munition wahrscheinlich, schau. Das triggert ihrer. Now that's what I call service. I'll drive. Na, nicht du. Super, sie fort wieder. Ja, kommt auch! Warum bin ich jetzt ich gestorben? Aha. Ja, vor! Was ist denn? Sie fährt nicht. Das ist jetzt so verstanden, dass da die Bomben ist. Geht der Bomb, ja? Das war das letzte Ziel. We'll take care of it, Doyle. Talk to you when we get there. Okay. Dann hat das jetzt so gehört anscheinend. Oh mein Gott, na. Nicht echt. Your way inside the compound is about as clear as it's going to get. Oh, and one more thing. When that nuke detonates, it could cause all sorts of strange things to happen. What I'm trying to say is that you might be in danger of being affected by the mutagen. You might want to take some precautions. Precautions? Like not blowing up a nuclear weapon while I'm standing right next to it? I'm dead serious. You should be able to find a serum used as an inoculation in the compound. They usually keep a good supply there. Let's prep the nuke, and then we can go grab the serum. What is this? A bad spy movie? You two are gonna get us all killed! Okay. Ich fahr da mit jetzt mit ihr. Und da rum. Okay, kann halt nicht. Sag jetzt nicht, ich muss ihr jetzt protecten, während sie da fährt. Bitte nicht. Okay, that's it. We finish this and then we get the hell out of here. Val should protect the bomb jack, while you clear out the area and call the elevator. Wir halten halt einfach so viel aus. Wir halten drei Sniper-Schüsse aus. Das ist das nächste Kapitel. Ich bin nicht mehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Jetzt kommt so einer von denen an, die so schwer gepanzert sind. Immer der Körperpanzer. Okay.
paar Granaten. Munition. Aber die brauche ich nicht. Da liegt ein Körperpanzer drüben. Macheten brauche ich überhaupt nicht. Die Macheten macht auch Sinn, wenn man das wirklich machen kann mit Stealth. Aber bei der verpackten Version vom Spiel hat es keinen Sinn, wie wir wissen. Wenn ich die Maschinenpistole nicht hätte, wäre ich die doch so im Arsch. Merkt man da, wie lange das beim Nachladen dauert bei der Waffe? Weil sie einfach so mächtig ist. Ah, da ist was. Jawohl. Jetzt bin ich relativ gut aufgestellt. Munitionstechnisch und Dingstechnisch. Körperpanzermäßig. Ja, mal. Hallo? Jetzt geht's. Unser Stapel ist weg. Ich hoffe, dass das jetzt keine Auswirkungen haben wird. The next gate will be closed. You must find a way to open it to make Val pass this section. Hat es gespeichert? Also, dass man einen Medipack verliert, das haben wir glaube ich noch nie gehabt. Oder seltenst. Geht denn da der Lift nicht? Muss ich da auf? Oder halt da. Das da. Die Stirn, Alter, die verpackten Stirn. Run, wo ich muss. Aha, ich glaube da. Ich glaube nämlich auch, ich gebe jetzt einfach an allen Bugs Steam die Schuld, weil. Das Spiel selber dürfte das Problem nämlich nicht haben. Standardmäßig.
Das sind richtig gute Bros, die in den weißen Kittel, die Ärzte da. Den nehmen wir heal mit. Ich mag die Burschen. So können da jetzt das nicht öffnen. Ja. Also, Pokémon war, die neuen Pokémon-Editionen waren in einem katastrophalen Zustand dank Steam. So geht denn das dann? Ne? Jetzt muss ich vorher die andere Seite aufmachen wahrscheinlich. Well done, Jack. You're almost there. Geht noch immer nicht. Jetzt wird der Dings auf einmal weg sein, der Gabelstapler. Weil der ja nicht mit runtergefahren ist beim Lift, warum auch immer. Obwohl. Er ist nur unsichtbar geworden. Nur gescheite Leute haben den Gabelstapler gesehen vorher. Nachdem die Katze hinaus war. Dumme Leute. Für dumme Leute war der unsichtbar. Des Kaisers neuer Gabelstapler. Machst du auf, gell? Traust mir nicht zu, gell? Schon gut. Okay, one gate is left. You need to open the gate to the mutagen chamber. Oh je. Der Gabelstapler ist eine Lüge. Bist du deppert? Da habe ich was angerichtet. Aber ich bin beruhigt, dass wir jetzt zumindest wissen, dass wirklich das Spiel selbst da in dem Fall verpackt war. In der Steam-Version und drum wir kein einziges Mal Stealth machen haben können. Kommt sie jetzt wieder mit dem Stapler daher oder was? Ja. Ich hoffe, das hält ihr da nicht auf. Das muss wieder sie machen. Weil ich bin zu blöd für das Tor da. Wie sie dann immer daherfährt. Einfach köstlich, ey. Was? I never had access rights to that facility. From what I've been able to determine from the uplink, this is where Krieger's third stage experiments were conducted. From what I've heard, Krieger was in such a hurry that he started taking all sorts of live specimens and infusing them with the Trigen serum. They were also supposed to be creating Trigens from zygotes. Geil. So, wir kommen jetzt einiges auf uns zu. Doyle, we're inside the lab. Don't like shots. I'm sure you'll make a lovely mutant. Inject the serum into your neck. I've had worse. Let's move. Val, arm the bomb now. Jack, you must protect her with your life. She won't be able to defend herself. Follow me, Jack. Na, nicht sowas, wo ich ihre beschützen muss. Ich hasse sowas so unglaublich. Wenn sie mit dem Stapler fährt, muss ich ihr jetzt beschützen. Ich mag sowas überhaupt nicht. Na, bitte nicht. Ich hasse so Protect-Missionen.
Sagst du nichts? Hä? Wo tut sie dort denn? Kein Mensch mag Protect-Missionen, Alter. Ich meine, jetzt geht's gerade sogar, muss ich fairerweise gestehen. Weil normalerweise sind so Protect-Missionen immer die volle Katastrophe. So klar. Dass man ihn nachladen geht. Dass dann eskaliert. Es war so klar, dass genau dann eskaliert, wenn ich nachladen muss. Hurry up, we've got visitors. Lots of them. It's getting thick out here, Val. You better step on it. Was da für ein Leichenhaufen liegt. Oh oh. Sag mal, seid ihr des Wahnsinns? Das Serverraum ist für nix. Sind mit einem paar Viren. Ein Crane da habe ich gesehen. Get the hell out of here. Well will follow you. Ja. Merke jetzt aber nichts, dass wir da jetzt rauskommen aus der Bude. Ah, jetzt hat es gespeichert. Das darf nicht sein. Die halten so viel aus. We've got company. Ja, nimm mit Lift, komm. Boah. Dramatische Cutscene. Like you are about to be obsolete. I've only
taken a few thousand years of evolution and put it into a test tube. Survival of the fittest. Ach du. Bin ich wieder bei null. Und muss da jetzt noch in einem letzten Showdown umkommen oder was? Ja. Toll. Ich hab nix. Und wie wir wissen, ich hab nicht einmal die Nachtsicht. Ich hab einfach nix. Ich hab 10 Schuss. Und wie wir wissen, Ding funktioniert nicht, Stealth. Das heißt, es ist aus, ja. Von dem fange ich gar nicht mehr an, weil wann ist es nicht so, gell? Super. Die ganze Insel ist voll mit Mutanten. Go to the Volcano Laboratory, also zum Vulkanlabor. Wo ist der Vulkan? Hup, glaube ich, ist in die Richtung umgeflogen. Das sagst du mir nicht einmal an. Ich will jetzt oben springen. Man hat sogar hingehört. Aber ich weiß die Richtung halt nicht, wo ich hin muss. Und es ist sowieso aus jetzt da. Stealth geht ja nicht, weil ja der Bug ist und mir alles sieht und ich habe keine Munition. Ja. Ich weiß leider nicht, wo das Vulkanlabor ist. Also, ich muss sagen, da hätte ich schon fair gefunden, wenn sie mir es auf der Map anzeigen würden. Ich hoffe, die können nicht schwimmen. So. Da drüben. Das schaut aus wie das Vulkanlabor. Keine Ahnung, was sie sich da jetzt gedacht haben dabei. Wirklich nicht. Weil ja Stealth nicht funktioniert. Okay, der ist ja gerade ein bisschen mutiert da drüben. Jetzt war halt cool, wenn ich auch mutieren würde eigentlich. Und so einen voll starken Monster wendet, das dann Rampage geht. Weil er gesagt hat, durch die Nuklearexplosion kann mit meinem Körper alles Mögliche passieren. Mhm. Ich fürchte, das Spiel ist hier zu Ende. Weil das Stealth nicht funktioniert. Aha. Da drüben war abgestürzt ein Hubschrauber. Könnte vielleicht was sein. Ich brauche eigentlich gar nicht tauchen. Weil ich glaube, sowohl unter Wasser als auch über Wasser wie einfach gleich gesehen. Eben wegen dem Park im Spiel. Huh? At last. Okay. I couldn't get to the radio, Jack. Are you okay? Well, I'm lost on a jungle island infested with mutants, but other than that, I'm doing great. How are you? Yeah, I get the idea, wise ass. But at least you're alive. Jack, you have to get out of that area right now. The best way out is straight through the fortified walls. The good news is that it's not far from where you're standing. Es wird gespeichert.
Die drüben führen auch wieder Krieg gegen die Mutanten. Da fliegt gerade irgendwas weg. Da ist ein Monster von mir. Das ist so funny, oder? Jetzt komme ich wieder. Da hat's wieder den Bug mit der Stirn, dass ich nicht reinkomme. Der Winkel geht sich nämlich nicht aus. Der Winkel geht sich nicht aus, dass ich das Vieh abschieße. Das ist ja ein Wahnsinn. Was ist denn da los? Was ist da los? Die Situation überhaupt nicht verbessert. Aha. Noch vorsichtiger soll ich sein. Ui, da ist Lava. Okay, da ist ein Auto. Und ein Sicherheitstor. Oh mein Gott, endlich einmal ein bisschen. Oh, what the fuck? Doyle, my arm is turning green. Hark. You caught the bug. I thought I took the antidote. The antidote should have been able to handle it. But a containment leak could have saturated the air with mutagen. That's what happened to Krieger. Krieger's infected? Oh. He developed an agent. I'll see if I can talk him into a sample. Ask nicely. I wouldn't say he's completely human. Och, du Scheiße. Bin ich jetzt ein super Soldat? So. Besser wird's nicht mehr heute. Schaut gar nicht so schlecht aus jetzt da. Ist du narrisch. Ich frage mich, ob das jetzt einen Effekt im Kampf hat. Jack, you're heading for Krieger's central offices. They are located on the edge of the volcano. Looks like he's been keeping it from erupting by using some sort of massive stabilizer. It's time to end this. Okay. Oh mein Gott, ob das alles so gehört da?
Nein, ich bin auch noch für euch. Ups. In Vulkan. In Lava fahren ist nicht so gut. Es ist extrem schwer zum Steuern, das Ding. Ganz, ganz extrem. Was war das jetzt? Ich glaube, ich bin da falsch. Ich sehe nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nur, der Floor ist Lava. Ich krieg schon so einen Grant, wirklich. Ich krieg schon so einen Grant auf das Spiel. Schießen sie wieder mit den Raketenwerfer auf mich. Nein, da geht's nicht weiter. Ah, da geht's um anscheinend. Ja, es wird gespeichert. Aber ich habe halt nur mehr einen Lebenspunkt. Das sagt das. Aber wenn es ladet, kriege ich zumindest ein bisschen Lebenspunkte dazu. Was? Was? Was war das jetzt schon wieder? Wenn sie mir gesagt hätten, was mich umbringt, verdammte Scheiße. Ich steig aus. Fuck it, wirklich. Ich steig aus. So geht's nicht. Krieger's offices should be near you. I've just docked and I'm making my way up there now. I'll see you there, Doyle. You can count on it. Hier ist der von da drüben um und trifft mich. Das ist so unedig ehrenlos, das ist unfassbar. Und ich hab kein Scharfschützengewehr. Okay. Wir haben einen Raketenwerfer. Wie soll ich den Bereich da unten erreichen? Und sobald mich einer sieht, er drüben mit dem Dings umschießt. Jetzt marschieren alle raus. Bringt mir meine Mutation bitte bald was? Wäre ganz nett.
Was wieder. Wie holst du noch aus? Ravishing Geschwindigkeit. Alter, wieso hab ich denn in der Cry Vision nicht gesehen? Das lass ich jetzt aber nicht auf mir sitzen, gell? Der war in der Cry Vision definitiv nicht da. So, da kann ich mich noch mehr aufpusten. So gespeichert. So, jetzt wollen sie es richtig wissen. Alter, das an so einer Stelle. An so einer Stelle, was eigentlich sicher sein müsste vom Spiel her. Wäre geil, wenn es einen Hintereingang gab, den ich stürmen kann. Er kann nicht springen oder was? Jetzt da. Wieso sind die Granaten jetzt nicht explodiert? Kann man das mal erklären? Okay, meine Granaten explodieren nicht mehr. Geil. Mengs nicht, gell? Find Krieger in his facility. Okay. Wie viele Gegner willst du machen? Wie viele Gegner sollten da kommen? Das kann man nicht überleben. Da
Kann mir mal irgendwer erklären, wie ich da durchkommen soll, bitte? Gibt's da einen anderen Weg oder was ist da? Gibt's das Alternativ? Mhm. Ja, super! Das hilft mir aber nichts. Die Waffen kann man da. Bin ich bewaffnet und alles. Ich kann mich extra immer wieder zurückziehen. Ah, die kommen nicht einmal. Und ich bin dann eingesperrt. Das ist ja gemein. Ich muss die triggern. Das, ich schaff das nicht. Das, jetzt ist aus. Da sehe ich absolut kein Licht. Wie auch. Ich kann ja noch nicht triggern, solange die Tür da offen ist. Die Gegner sind nicht einmal da, wie man jetzt an dem gesehen hat. Die sind erst da und da, wenn die Tür zugeht. Unmöglich, das ist unmöglich. Sorry, aber das ist einfach wirklich denkunmöglich, die Passage. Na, ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben. Sorry, aber das ist... Ist nicht möglich, die Stelle. Weiß nicht, was ich tun muss. Was? Muss das sein, dass der einen Raketenwerfer hat? Mir jetzt ernsthaft sagen, dass ich gerade durch die Stelle gekommen bin. Das gibt's nicht, oder? Kann ich nochmal zurück mich aufpäppeln wieder? Wozu gibt's dann die eine Kammer mit den ganzen Medipacks überhaupt? Das ist ja kein Macheten. Was ist das da für eine Waffe? Das ist die Hobby anscheinend schon. Und das ist jetzt so weit. Okay. Jetzt bin ich schon ganz schön grün. I wouldn't worry about it, my dear. You won't live long enough to see what happens next. Ist das der Bossfight jetzt oder was? Hear something.
Na. Ich hab da keinen Schutz, nix. Gell? Ich hab da nix. Ich hab da keinen Schutz, gar nix. Ich kann da nirgends hin. Es ist unmöglich. Es ist so ehrenlos, das Spiel. Na, es ist wirklich. Das sind so Frustpassagen, die haben einfach keinen Zweck. Das hat einfach keinen Zweck. Ich hab keine Taktik. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ist du Deppe, die kommen nicht einmal bis zu der Stirn. Ah ja, ganz vergessen, Stirn ist ein unüberwindbares Hindernis in dem Spiel. Jetzt bin ich einmal in einer Position, wo ich... Super. Was? 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 What the fuck? Who infected you? We entered a toxic area. The mutagen can only be administered through subdermal injection. I wish I could take credit, but I had no time to prepare the serum. Oh, you should turn out to be a beautiful specimen. Give it another hour. Much less for her. The old man was always one for melodrama. Too bad he had no head for business. Doyle, you wouldn't. Of course I would. Working for the government taught me that where there's a weapon, there's money to be made. Why didn't you just kill Krieger yourself? The Trigens are fiercely loyal, and you just killed their father. I'd love to see how they take the news, but I've got a super mutagen to sell. Doyle, unless you give us the antidote, you're not leaving this island alive. Now, I know you won't believe me until I've got a gun pointed at your head, but it's true. Sorry, Jack, I'm gonna need it. Forgive me if I don't shake your hand. Was? Er war jetzt der Böse? Voll der Plot-Twist, der voll unerwartet gekommen ist. What the fuck? I'm coming for you, buddy. Na, wir fahren einfach. Wieso fahren wir nicht einfach? Wieso lassen wir es nicht einfach gut sein? Hä? Ich bin noch immer krauchen. Kill Doyle and get the serum. So, da kriechen ist das einzige probate Mittel ist in dem Spiel. Was mich wirklich nicht sehen. Piper Girl. Wenn du schon daheim bist, hat der Rudezo vielleicht erzählt, was los war heute. Was wir im Sumpf einen kleinen Bug gehabt haben und die Passage mit der lustigen Autofahrt noch einmal machen müssen. Mehrmals. In dem Park. Aha. Ui. Wo liegt er noch immer?
hinten nieder jetzt bitte? Also ich weiß, wo ich bin, aber wo muss ich hin? Ja, super, gell? Ein Bug, Steam-bedingt, und ich weiß nicht, ob er es da erzählt hat. Wir wissen jetzt, warum die Gegner alle so gut sehen. Weil in der Steam-Version ein Bug ist, der dafür sorgt, dass Büsche und Wände, vor allem von Zelten, also dünne Wände einfach, kein Hindernis sind. Und die da einfach durchsehen. Okay, ich weiß nicht, wo ich hin muss. So. Wo bin ich gerade gekommen? Okay. Ja, super, gell? Jetzt wissen wir, warum wir die ganze Zeit auf so einen schweren Modus spielen. Also im Prinzip kannst du sagen, wir spielen es die ganze Zeit auf einer extrem hohen Schwierigkeitsstufe und sicher nicht auf normal. Ui. Bist du? Oh, 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 oh. Ja, leck mich. Holy shit. So. Wieder mal mehr geärgert. Du, was glaubst, wie es mir geht? Ich habe die ganze Zeit das Spiel spielen müssen. Auf dem Schwierigkeitsgrad. Okay, ist er gespeichert. Boah. Ist das... Scheiße. Okay, dem kann ich nichts tun. Hallo. Alter, ich bin schon wieder da eingesperrt. Ich komme einfach nicht mehr zurück. Die hucken wieder ein in einer Situation. Komm, du Flo. Dann triff ich nicht von da. Ja, das ist wirklich eine Riesenfrechheit. Das muss man wirklich sagen. Ja, passt, das hat keinen Sinn. Musst du gleich links oder rechts in Deckung gehen. Und mit der Waffe hat es auch keinen Sinn.
Sorry, ich muss das leider so machen. Es tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt so auszögere. Aber ich habe leider keine andere Möglichkeit. Die Radikale geht da leider nicht bei der Passage. Das hilft alles nichts. Aha, der hat überlebt, okay. Und schießt da einfach auf. Frage ist nur, wo ist er, gell? Oder ist er jetzt in die Lava gefallen? Schaut so aus. Oder da einer? Hm. Ich meine, der Turm da drüben ist schon verdächtig. Aber das da halt auch. Hey. Ich glaube, ich muss da her. Aber dass das da auf einmal aufgeht, wenn ich mich umdrehe, das war nicht so die feine Englische, muss ich sagen. Ich wäre lieber gewesen, es ging jetzt auf. Ah, es ist jetzt offen. Einer hat doch das geschossen. Ist nicht gut. Jetzt haben die Handys aufgemacht. Um mich zu dessen. Und passt der Turm mehr? Dann passt der Turm nicht. Das ist so lustig. Was muss ich noch machen? Die Hitten geht nicht auf. Jetzt geht die Hitten auf einmal wieder auf. Und wir denken mal schon, was mit dem Spiel los ist. Hallo. Welchen Elevator? Drüben Elevator? Den da? Wahrscheinlich, gell? Das ist ein verflucht schweres Spiel, es ist unfassbar. So, jetzt ist da gerade gespeichert worden, das muss die Arena sein. Die Bosskampf-Arena, oder was? Na doch nicht.
Nicht schon wieder, Alter. Ist das jetzt eine Falle? Na, der hat schon wieder einen anderen Raketenwerfer. Es ist so ehrenlos, Alter. Alter, komm! Geh doch bei der Stirn einmal, ohne dass... Scheiße. Mit seiner geschissenen Handgranaten da drüben. Jetzt ist er weg. Wo ist er? Schau. Das ist ein eher für unbesiegbares Arschloch, Alter. War er jetzt der wahre Boss oder was? Und warum hat da jeder einen Raketenwerfer, bitte? So, genau, er kann nicht krallen. Überstiegen. Wie nicht? Was in your plans, was it, Doyle? No, please, you don't understand. They sent me. They're always watching. You can't change this. You can't change the future. Probably not, but I can make sure you're not a part of it. Stupid bastard. Das ist ja gar nicht gesund aus. Warum ist er auf einmal gesund? Er hat ja gar nichts gekriegt. Boah, das geht schnell. Project Far Cry. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Durch das Spiel durchkommen sein, mit den Bugs und auf dem quasi Schwierigkeitsgrad und Anführungszeichen. Unglaublich. Ja, jetzt ist da noch, wie sie am Bait gang ist, ich weiß nicht, das hat Werbung gehabt. Meine lieben Zuschauer auf Twitch hat sich umgeschaut auf so eine Datendisks, wo oben gestanden ist Project Far Cry. Also war anscheinend die ganze Insel ist Project Far Cry. Es hat extreme Vibes gehabt von die Insel des Dr. Moreau. Ich glaube vom George Orwell ist das Buch. Wo Wissenschaftler alle
Tiere auf einer Insel so ein bisschen vermenschlichen will. Okay, sehr gut. Weil ich habe nämlich die Einblendung gehabt, dass Werbung ist. Sehr gut. Oh mein Gott, was für ein schweres Spiel. Unfassbar. Es war halt jetzt interessant, wie es wäre, wenn die Bugs in der Steam-Version nicht wären. Es wäre richtig, richtig interessant. Aha, interessant, sehr gut. Habt ihr einen guten Adblocker? Weil dadurch, dass die Bugs waren und die Gegner durch Büsche und alles durchgesehen haben, wo ich bin und ich mich so eigentlich nie verstecken können habe, ist der Schwierigkeitsgrad ja natürlich um Ecken höher als in Wirklichkeit der Standard-Schwierigkeitsgrad. Also auf dem mittleren bis nächsthöheren haben wir das auf jeden Fall, glaube ich, gemeinsam da jetzt beendet, wenn man es umlegt. Und es war alles in allem ein extrem lustiger Shooter. Und vor allem, wenn man jetzt weiß, okay, das sind die Bugs in der Steam-Version, dann sagt man, okay, passt, ich nehme von einem anderen Dienst die Version, ist vielleicht besser, ist vielleicht gescheiter, weil dann hat man noch mehr Spaß. Vor allem, dann kann man das Ganze mit Stealth ausprobieren, was mir auch so extrem taugt. Ja, nein, da darf man sich nicht aufbringen über das. Da muss man schön still sein und vielleicht hat euer Fernseher irgendwie ein Update gehabt und enthaltet das jetzt automatisch. Aber echt, es ist dadurch, dass das Spiel halt allgemein extrem lustig ist und es wirklich einfach Spaß gemacht hat und auch sehr abwechslungsreich war von der Missionsgestaltung her, bin ich halt dran geblieben. Weil ein anderer Shooter, wo permanent solche Bugs sind, wo wir jetzt wissen, dass Bugs sind, dass ein Gegner halt auf weiß nicht wie viel Kilometer Entfernung einfach sehen und man dann immerfort stirbt und zumindest seit man das mit dem Mod haben durch die Schnellspeicherung. Ohne die Quicksave-Funktion kann ich euch garantieren, hätte man das mit Sicherheit nicht fertig gespielt. Also zu 100% nicht. Da lege ich dafür meine linke und meine rechte Hand ins Feuer, dass wir das niemals beendet hätten. Gar nicht, weil ich nicht wollen hätte, sondern, ja gut, zum Teil, weil ich nicht wollen hätte, aber einfach, weil es mir nicht möglich gewesen wäre. Vom Skill her. Die Kombination aus Bug und ja, einfach, na, unmöglich, das zu beenden. Für mich, für meine Skills. Bugrats war. Ja, pass auf, schau her, warte mal. Das war jetzt nicht schwer zum Finden. Far Cry habe ich tatsächlich für die Xbox 360, also Far Cry 2. Das ist die Far Cry 2 Version. Die wird wohl nicht so verpackt sein. Also theoretisch könnte man die auf der 360 spielen. Und ich glaube, da braucht man nicht so viel Angst haben davor, dass wir einen Quick Save brauchen. Dadurch, dass das keine Steam-Version ist. Ja, und also ob Far Cry. Also ich habe jeden Far Cry Teil außer Primal und ich habe sogar, siehst du, das fällt mir auch gerade jetzt ein. Ich habe sogar die Wii-Version Far Cry Vengeance. Das ist, glaube ich, so eine Art Spin-off vom ersten Teil. Nur halt komplett auf die Wii-Bewegungssteuerung ausgelegt. Und grafisch natürlich nicht so extrem anspruchsvoll wie damals die PC-Version, glaube ich, original. Und zumindest, ich glaube, ein bisschen kürzer. Ich meine, das braucht man nicht spielen, weil das hat im Prinzip die Handlung vom ersten. Aber Es hat, glaube ich, irgendwie einen Game-Mode enthalten oder es ist irgendwas im Spiel ist anders. Ich glaube, man kann irgendwas aktivieren und hat dann so einen speziellen Modus. Was steht denn da? Na, aber es ist halt komplett auf die Wii-Steuerung ausgelegt, auf die Bewegungssteuerung. Ist sicher sauwitzig, aber wenn das, glaube ich, auf dem Teil 1 passiert, bringt uns Far Cry Vengeance für die Wii eher weniger. Wie meinst du nochmal, was meine Spiele geordnet sind? Die sind überhaupt nicht geordnet.
Ich hab mir die Zeit noch nie genommen, dass ich die alphabetisch ordne, beziehungsweise nach Genre, beziehungsweise nach Spielreihe. Leider. Ich muss schauen, wo welches Spiel steht und zieh's dann einfach aus dem Regal. Da sind die Credits aus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart auf der Reise durch die mutantenverseuchte Tropeninsel, die ja grundsätzlich sehr schön wäre, wenn das nicht unbedingt so ein Labor wäre. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, passt auf euch auf.